Dass man die Steuererklärung digital abgeben kann über Elster und eine Zertifikatsdatei, ist jetzt nichts Neues. Es gibt aber seit letztem Jahr eine Funktion, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Los geht's nach dem Intro. Mein größtes Ärgernis bei der Steuererklärung war immer die Problematik mit dem Nachreichen von Unterlagen. Die Steuererklärung selbst konnte ich ja digital abgeben. Hat das Finanzamt aber Unterlagen nachgefordert, stand ich persönlich vor einer unüberwindbaren Hürde. Naja, zumindest am Anfang, ich habe die natürlich dann doch überwunden und die war natürlich das Problem, dass man, je nachdem was man halt so absetzt, viele Rechnungen haben kann. Ich hatte einen konkreten Fall, das ist jetzt nicht mein Fall, aber ich kenne einen konkreten Fall, wo das über 100 Seiten waren. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Rechnungen, die ich so habe, die liegen mir im PDF-Format vor. Die habe ich gar nicht mehr ausgedruckt. Einzelhändler schicken die einem nicht mehr bei der Ware mit, aus gutem Grund, sondern stellen die zum Glück nur noch digital zur Verfügung. Also was hätte ich machen müssen? Ich hätte jetzt 100 Seiten drucken und zum Finanzamt schicken müssen. Das wollte ich nicht tun. Das Schicken per Mail hatte ich auch mal versucht, hatte aber da keine guten Erfahrungen, da von Poststelle zu Sachbearbeiter irgendwie die Hälfte der Dokumente verloren gegangen ist. Also habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir einen Faxdrucker auf Windows installiert und damit einfach die ganzen PDFs über den Faxdrucker einfach per Fax an das Finanzamt geschickt. Das war zum einen rechtssicher, weil ich hatte ja einen Beleg, dass ich es abgeschickt hatte. Zum anderen war es kostenlos, denn ja, ich habe halt einen Zwangsfestnetzanschluss von Vodafone und der kann auf Festnetznummern ja kostenlos telefonieren. Und ich musste nichts ausdrucken und habe den Drucker im Finanzamt halt einfach benutzt, also das Fax bei denen. Hat auch alles wunderbar funktioniert, wurde alles anerkannt. Das sind jetzt aber alte Geschichten. Was ich jetzt eigentlich in diesem Video vorstellen wollte, ist die Funktion, Dokumente eben digital abgeben zu können. Ich würde euch immer empfehlen, eine Steuersoftware zu nutzen. Die ich benutze, die packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Die kostet unter 20 Euro und man kann 5 Steuererklärungen oder so damit abgeben. Müsst ihr nochmal genau lesen, aber die ist schon sehr günstig und die kann selbst ja wiederum auch wieder von der Steuer abgesetzt werden. Es würde aber theoretisch auch über das Mein Elster Portal gehen. Ich zeige euch jetzt hier kein Bewegtbild, sondern einfach nur Screenshots. Das hat damit zu tun, dass ich natürlich jetzt meine Steuerinformationen hier auf YouTube veröffentlichen will und bei Bildern kann ich ein bisschen besser zensieren. Einen Haken hat die Sache aber noch. Die Dateien dürfen nur PDF sein, was ja noch geht. Man kann ja immerhin jede Datei einfach in ein PDF umwandeln. Aber jede Datei darf maximal 10 MB groß sein, was auch noch geht, weil ich kann ja einfach im Notfall die Dateien einfach ja, splitten und hochladen. Das größere Problem ist aber tatsächlich, dass die Gesamtmenge 14 Megabyte nicht überschreiten darf. Ich weiß nicht so genau, was die sich im Jahr 2021 mit 14 Megabyte gedacht haben. Ich habe mir mal einen Beispielsteuerfall rausgesucht, also einen realen Fall, und habe mir mal die ganzen Rechnungen und PDFs angeschaut und komme damit schon auf 22 Megabyte. Ich weiß nicht, ob man das in verschiedenen Chargen dann einreichen kann. Bisher habe ich noch keine Anforderung bekommen. Ja, ansonsten komprimiert man das aggressiv herunter, irgendwie auf schwarz-weiß. Und dann kriegt man bestimmt auch die 14 Megabyte hin. Ich finde es aber trotzdem einfach ein bisschen ulkig. Wenn man mal vergleicht, welcher Aufwand hinter gedruckten und geschickten Dokumenten steht, die eine Poststelle entgegennehmen muss und dem Sachbearbeiter hinterher tragen muss, dann müsste man es doch eigentlich den Kunden des Finanzamts so leicht wie möglich machen, Dokumente einzureichen und eben keine künstlichen Beschränkungen hier aufzuerlegen. Der Aufwand, so ein bisschen Speicher bereitzustellen, der sollte jetzt nicht bei 14 Megabyte enden, wenn ich einen Prozess damit ablöse, der insgesamt viel mehr Kosten verursacht. Also da stößt das bei mir ein bisschen auf Unverständnis. Ich bin aber immerhin froh, dass es das Ganze jetzt gibt. Ja, wie das praktisch funktioniert, das kann ich euch jetzt im Detail nicht so genau zeigen. Ich zeige euch ein paar Screenshots. Wenn man die Steuererklärung zum Beispiel abgegeben hat, dann bietet mir Tax 21 eben an, dass ich hier noch Unterlagen und Dokumente nachreichen kann und kann die dann per PDF einfügen. Unter Mein Elster habe ich das auch gefunden, fragt mich aber nicht, wie ich dahin navigiert bin. Ich glaube, ich habe es irgendwie über Google gefunden. Ich bin mir gar nicht so genau sicher, aber benutzt einfach ein Steuerprogramm. Benutzt nicht da diese unübersichtliche Website von Mein Elster. Wenn ihr zu dem Thema noch ein paar Tipps habt oder schon mal eine Einreichung digital gemacht habt mit diesem neuen Feature, dann freue ich mich natürlich über eure Kommentare an dieser Stelle.